Okay, versuch es und erzähl es mit denen hier. Das sind die Eimerbrüder. Sie sind das Ergebnis einer Cutting-Edge Technology with Clayman Technology. Clayman und Cutting Edge, keine Ahnung. Ich kann keine Fachbegriffe. Fachtermini auf Englisch. Zur Hölle. Diese Typen sind extrem hart arbeitende Arbeiter. Hartarbeiter. Ja, wir nehmen diese hart arbeitenden asiatischen Kinder, welche uns Schuhe machen. Mit ihren Eimerchen. Ja, genau, das würden sie was sie dir mal lösen. Ja, noch ein bisschen mehr. Immer ein bisschen schneller, ne? Dann schlafen wir dann mal alle. Aber hey! Wenn wir sie ein ganzes Jahr das gemacht hätten, wenn sie es ein ganzes Jahr durchgezogen hätten, dann hätten wir es geschafft. Okay, Thunder Better, lass mich verarschen. PK Freeze Better, okay. 123. Oh, ich habe Mortal Damage bekommen durch das Viech, ey. Alter Schwede. Geht doch mal gar nicht. Können doch nicht mal irgendwie so Mortal Damage verpassen. Okay, probieren wir es mit dem letzten hier. Ah, der eine da, hä? Nun, das ist eher eine Ho. That's a rather ho-hum Chimera, die auch bekannt ist als eine Pump-Chimera. Seine besondere. Extraordinarily. Ordinary creature that's really only useful when you need to transfer something from one place to another, such as pond water. Das ist das, was wir machen müssen. Ja, die nehmen wir, denn sie ist erstmal unsere letzte Wahl und zweitens ist es eine, die Wasser pumpt, um etwas von einem Ort zum anderen zu bringen. Oh ja, das würden sie, was sie dir mal lösen. Ja. Jetzt. Kaum ist das Wasser überhaupt oben angekommen, ist schon der See zu dreiviertel leer. Wow, schau, wie er das Wasser aufsaugt. Jetzt. Pfff, das sieht schon so aus. Oh! Der Teich wird langsam leerer. Mehr! Mach noch mehr! Mehr! Mehr Geld! Oh, schau, 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 wie er das macht. It's enough to give me chills. Das ist die Nadel. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh. Look at him swagger away so confidently. So, mit so viel Selbstvertrauen, wie er davon schleicht, keine Ahnung. Er verlässt die Stage mit so einer ruhigen Atmosphäre um ihn. A natural. If I ever saw one. What a Casanova. Bravo, Mr. Pump. Da ist sie. Da ist die Nadel. Eine 7 Nadeln, die den Drachen besiegelt, weggesiegelt haben. Versiegelt haben. Nun zieh sie. Zieh sie raus. Komm schon. Tu es. Bonnie sagt nein. Was ist. Was? Was wird mir das passieren? Danke.
Die hat mich überzeugt. Jetzt mach ich's. Das ist übrigens die Sache, die Lukas macht, wenn er in Super Smash Bros. Brawl gewinnt. Im Endbildschirm zieht er eine Nadel. Kannst du diese Nadel wirklich ziehen, wie Ionia sagte? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst haben sollte oder glücklich sein sollte. Die ganzen Emotionen überkommen mich. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Witnessing in diesem Moment miterlebe. Thump, thump, and another thump. Okay, jetzt zieh sie raus. Tu es mit all deiner Kraft. Sofort, genau vor meinen Augen. Okay, wenn diese Nadel gezogen ist, wirst du verschwinden, wie Aeolia ist. Ja, das ist richtig. Weil die Nadel wird meinen Schutz nicht mehr brauchen. Die Nadel kann nur gezogen werden, wenn die Zeit gekommen ist. Also wenn die Nadel endlich gezogen ist, ist diese Zeit gekommen. Wir Maggie Psys haben so lange unser Leben gelebt, dass wir unser Schicksal glücklich akzeptieren können, wenn es denn kommt. Also keine Sorge, ich werde nicht sterben. I'm simply going to follow fate. Ich werde einfach nur dem Schicksal folgen und verschwinden. Also wird es eine glückliche Sache sein. Ich habe viele schöne Erinnerungen. Also wird es auch so ein bisschen traurig sein. Die Nadel ziehen, ja. Mit der Macht von Grayskull, I have the power. He-Man. Was hast du getan, Lukas? Du wirst uns alle töten. Irgendwas in Lukas ist erwacht. Lukas erkannte die Power von PK Jessen besser. Das ist wirklich der Anfang vom Ende. Die Zeit ist endlich gekommen. Ich habe mir niemals vorgestellt, dass endlich irgendwer auftauchen würde. This Tender Girl's Home. In diesem Frauenheim, in diesem Heim für Frauen und die Nadeln ziehen würde. Verschwinden, wenn man noch immer noch jung und schön ist. Sind It's Bliss. Kumatora, geh mit dem kleinen Lukas hier und beobachte die Dinge bis zum Ende. Ich werde jung und schön verschwinden. Denk an mich manchmal, okay? Hier, nimm dieses Memento von mir. Oh my, your inventory is full. Well, too bad. Verdammt! La la la. Ionia hatte mir das vor langer Zeit schon erzählt. Wenn der dunkle Drache, der unter der Insel schläft, aufwacht, wird das ganze Leben und die Zeit wiedergeboren. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich werde die Sache bis zum Ende mitverfolgen. Lukas, kann ich mit dir kommen? Ich möchte mit dir gehen.
Wir müssen uns beeilen und das da finden, das Eck, Ei des Lichtes. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich erstmal nochmal das resetten. Salsa. Wir haben uns nun wieder getroffen nach der ganzen Zeit. Aber es sieht aus, als wäre das schon wieder das Auf Wiedersehen. Warum guckst du so? Du bist so ein sentimentaler Affe. Lass uns gehen. Wir müssen die nächste Nadel finden. Du und der Liebesaffe, passt auf euch auf. Hä? Was ist denn? Eine Nuss? Für mich? Danke. Ich werde dich später sehen, wenn wir nochmal die Chance dazu haben. Okay, dann mach ich mal kurz Pause. Okay, wartet. Dorias Memento. Eraser. Eine Lipstick. Okay, die geben wir Kumatora. Sie hat schließlich die Nuss bekommen von dem kleinen Äffchen. Warte. Die Chick Gloves. Gloves that fit like a glove. The rubber gloves. Das würde die Defense runter machen, aber die PP nach oben. Wieso kann er Magic Gloves tragen? Na, shit. Na, ja, klar. Give to Kumatora. Und dann Kumatora. Zack. Was ist denn das jetzt los? Squeak, squeak! The squeaks! Wow, wow, wow! Hold it right there! Also, woran denkst du? Wohin gehst du? Wohin gehst du jetzt? Wow, scheiße, die ist angepisst. The squeaks, Elvis. Okay, ich mach erstmal hier. Auf uns ab. Die ist viel zu stark, die Maus hier. Ja, und jetzt gleich halt zwischen den raus. Und das war's. Wir haben eine Lektion beigebracht. Hooray! Ich entschuldige mich tausendmal für meine unfreundliche, egoistische Eigenschaft, dass ich so schwach bin. Damals auf dem Highway war ich bekannt als die hipste Katze überhaupt. Aber jetzt bin ich nur eine schwache Entschuldigung für eine Maus. All you got to duck me, but I'm definitely no fighter. But you help me remember who I really am. I wonder if my wife and 7 kids I left on the highway are doing okay. Whoa, I'm suddenly feeling homesick now. I'm going back. Yeah, I'm going back. Anyway, dude, I'm heading back home now. But watch out for the mole crickets if you keep going east. Again, so sorry. Okay, wir müssen nach Osten. Da ist eine mole cricket. Whoa, whoa, whoa. Ich bin's, erkennst du mich nicht mehr? Die Mockrigate, gegen die du an Alex Ort gekämpft hast. Also du Kämpfen gespielt hast mit den Dragos, als du kleines Kind warst. Ich habe für diesen Tag die ganzen Jahre trainiert. Okay,
Lass es uns machen. Die Zeit des Kampfes ist gekommen. Folgt mir. Wow, wir folgen jetzt ernsthaft dieser Mole Cricket. Der Typ guckt auch dumm an. Okay, im nächsten Part kämpfen wir gegen sie. Bis dann und ciao.